Das Assessment Center im öffentlichen Dienst ist so ziemlich die letzte Hürde vor der Einstellung. Das Assessment wird in aller Regel zum Schluss des Auswahlverfahrens durchgeführt, nach dem Einstellungstest und auch anstelle des Vorstellungsgespräches. Das Assessment ist also eine sehr wichtige Station, auf die man sich gründlich vorbereiten muss. Wir werden uns in diesem Video den Ablauf eines solchen Assessment-Tages im öffentlichen Dienst genauer ansehen. Außerdem erfährst du, wie du dich auch auf den kognitiven Leistungstest, der ein beliebter Bestandteil des Assessments ist, vorbereiten kannst. Viel Spaß also mit diesem Video. Gehen wir zum Einstieg genauer auf den Ablauf dieses Assessment Center ein. Das Assessment im öffentlichen Dienst findet in der Regel an einem Tag statt. Es beginnt am Morgen oder am frühen Vormittag und geht bis nachmittags. Durchgeführt wird es zum einen von Personen aus der Verwaltung, beispielsweise aus dem Bereich Personalwesen, gegebenenfalls unterstützt von Beratern oder anderen Personalverantwortlichen. Es gibt also mehrere Beobachter und auf der anderen Seite mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, also die Bewerberinnen und Bewerber, die sich qualifiziert haben für die Teilnahme am Assessment Center. Der Assessment Tag beginnt mit der Begrüßung und Einführung. Zunächst werdet ihr begrüßt und der Tag wird erläutert. Vielleicht steht auch einiges davon schon in der Einführung, die du mit der Post bekommst. Mit der Einladung zum Assessment per Post oder Mail erhältst du vielleicht auch schon einen groben Tagesablauf. Hier wird also jetzt auch noch einmal kurz umrissen, wie der Tag abläuft, wann Pausen angesetzt sind und welche Aufgaben euch erwarten. In dieser Einstiegsphase wird auch erklärt, welche Erwartungen die Behördenvertreter haben und auch die Kandidatinnen und Kandidaten, also ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Direkt an diese Einführung schließt sich meistens eine kleine Vorstellungsrunde an. Das ist zum Teil auch schon eine halbe Aufgabe, könnte man sagen, denn jetzt kommt es darauf an, dass man sich kurz selbst vorstellt. Die einzelnen Behördenvertreter zum einen, aber auch ihr als Bewerberinnen und Bewerber habt nun eine oder zwei Minuten jeweils, um euch kurz in der Runde vorzustellen. Also auch hier sollte man vorbereitet in das Assessment gehen und sich einmal schon zu Hause vorab überlegen, wie man sich hier vorstellen möchte. Etwa in 120 Sekunden sollte man sich gut vorstellen können und erklären können, wo man herkommt, wer man ist und was man hier sagen will. Das muss man sich vorab überlegen, deswegen das Ganze auch gut vorbereiten. Geh dabei auch ruhig auf deine Motivation ein, also was dich antreibt für diese Stelle oder diese Ausbildung oder dieses duale Studium. Das ist auch ganz gut hier noch einmal zu betonen, um einen ersten positiven Eindruck zu hinterlassen. Nun folgen die einzelnen Aufgaben und Übungen. Angefangen von Gruppenaufgaben bis hin zu Leistungstests gibt es verschiedene Aufgabenformen im Assessment Center. Wir unterteilen diese Aufgaben in Einzelaufgaben und Gruppenaufgaben. Die Aufgaben sind dabei so aufgebaut, dass die Beobachter die einzelnen Kompetenzen der Kandidaten einschätzen können. Auch Wissenstests zählen zu diesen Assessment-Aufgaben. Zu den weiteren Aufgaben eines Assessments, wie einer Fallstudie, einer Präsentation oder einer Gruppenaufgabe, findest du auf diesem YouTube-Kanal bereits ein Video. Das habe ich dir hier oben und auch in der Videobeschreibung im Videotext verlinkt. Du findest unter diesem Video eine Beschreibung und darin findest du auch unsere Videos zum Assessment Center und den einzelnen Aufgaben, in denen wir diese erklärt haben. Am Ende des Tages steht in der Regel eine Feedbackrunde bzw. ein Vier-Augen-Abschlussgespräch. Und am Abschluss des Tages hast auch du einmal die Möglichkeit, dann zu sagen, was dir dieser Tag gebracht hat, wie du den Tag empfunden hast, welche Aufgabe dir gut gefallen hat beispielsweise. Und auch diese Abschlussrunde bietet dann noch einmal die Möglichkeit, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Gegebenenfalls findet auch ein Abschlussinterview statt, also jeder einzelne Kandidat, jede einzelne Kandidatin wird noch einmal unter vier oder sechs Augen zu einem Interview eingeladen und dann wird kurz der Tag noch einmal durchgegangen. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich auf das Assessment vorbereiten möchtest, dann bietet dir Plakos für den öffentlichen Dienst das Online-Paket für die Assessment Center Vorbereitung. Du kannst mit Hilfe von Plakos jetzt für dein Assessment Center im öffentlichen Dienst online lernen. Denn der Online-Trainer von Plakos ist online gestützt. Wenn du dich für das Paket entscheidest und dich einträgst,
kannst du sofort damit beginnen, unsere Videokurse zu bearbeiten und die Übungsaufgaben für den Leistungstest zu trainieren. Denn das Online-Paket bietet beides. Zum einen Videokurse für die Vorbereitung auf die verschiedenen Stationen, wie die Gruppenaufgabe, die Fallstudie, das Rollenspiel oder die Präsentation. Und zum anderen hunderte von Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf den Wissenstest bzw. den kognitiven Leistungstest. Auch ein sehr beliebter Bestandteil des Assessments im öffentlichen Dienst. Und das Beste, mit Hilfe von Plakos kannst du auch von unterwegs aus lernen. Denn die Plakos-App unterstützt den Online-Trainer und du kannst jetzt auch von deinem Tablet oder Smartphone aus auf die Inhalte zugreifen. Unsere Videos auch von unterwegs aus ansehen oder deine Übungsfragen auch von unterwegs aus trainieren. Außerdem erwarten dich zahlreiche interessante Features wie Testsimulationen oder interaktive Aufgaben, die sich deinem Wissensstand anpassen. Alle Informationen zur Online-Vorbereitung mit Plakos für das Assessment Center im öffentlichen Dienst findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Im Infotext unter diesem Video findest du einen Link zu Plakos. Und dort siehst du den Online-Trainer, erfährst genauere Informationen über die Inhalte und auch noch einiges Wissenswertes zum Assessment Center. Ich hoffe, du hast nun einiges über dieses Assessment Center im öffentlichen Dienst gelernt und hoffentlich ein paar gute Tipps mitnehmen können und gehst jetzt vielleicht schon ein bisschen besser vorbereitet in diesen Tag. Wenn du eine weitere Frage zu diesem Thema hast, schreibe einfach gerne einen Kommentar unter dieses Video. Wir stehen dir in den Kommentaren bei Fragen gerne zur Seite. Und abonniere natürlich gerne diesen YouTube-Kanal und gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn du auch in künftigen Videos wieder mit am Start bist. Auf diesem Kanal erscheinen regelmäßig neue und interessante Videos zur Vorbereitung auf das Auswahlverfahren im öffentlichen Dienst. An dieser Stelle wünsche ich dir schon einmal viel Freude mit unseren weiteren Videos und natürlich vor allem viel Erfolg für deine anstehende Berufswahl und für deinen Einstieg im öffentlichen Dienst. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Ich sage bis bald, gesund bleiben und alles Gute. Dein Lukas.